Wader fühlte sich im ersten Augenblick befremdlich an, über die Ausbildung von Gemeindevorstehern zu sprechen, denn die Ausbildung von Predigern, die Auswahl der Vorsteher ihrer Gemeinden, das ist eigentlich und zuerst allein das Privileg der Gläubigen selbst, egal welcher Religion sie angehören. Der Blick auf die Realität zeigt uns allerdings auch, dass muslimische Gemeinden gerade diese Selbstständigkeit im Alltag zum Teil nicht haben. Dass in einzelnen Moscheen Ideen und Vorstellungen gepredigt werden, die im Widerspruch zu den Werten unseres Grundgesetzes stehen. Und die Gründe dafür sind hinreichend bekannt. Die oft fehlenden finanziellen Mittel und daraus folgende Abhängigkeiten von ausländischen Geldgebern wie DITIB. Und der gleichzeitige Mangel an Imamen, die bei uns ausgebildet worden sind, die aus der Mitte unserer Gesellschaft stammen. Und darum ist es in diesem Fall tatsächlich auch eine politische Frage, wie wir muslimischen Gemeinden zu mehr Eigenständigkeit und Unabhängigkeit verhelfen. Und bei der Suche nach Lösungen sind wir da noch ganz am Anfang. Das zeigen auch die heute zur Diskussion stehenden Anträge. Der Antrag der AfD konzentriert sich zum Beispiel ganz einseitig darauf, ausländische Geldströme zu kappen. Ein grundsätzlich verständliches Ansinnen, denkt man an unglückselige Einflussnahmen aus der Türkei oder Saudi-Arabien. Aber in der Sache weder praktikabel noch zielführend. Denn die eigentliche Herausforderung, die auch nur ansatzweise anzusprechen, die AfD scheut wie der Teufel das Weihwasser, ist die Ausbildung von Imamen in Deutschland. Und damit im weiteren Sinne auch die Entwicklung eines deutschen Islam. Institutionell, aber auch inhaltlich. Denn ein solcher Islam kann nur einer sein, der nicht im Widerspruch zu unserer Verfassung steht. Und hier beschreibt der Antrag der Grünen im Kern ein richtiges Ziel. Es scheint Sie sehr aufzuregen, es ist trotzdem sinnvoll zuzuhören. Vielmehr als ein Auftrag an die Bundesregierung, mit islamischen Theologen und Verbänden nach Lösungen zu suchen, ist Ihnen aber leider auch noch nicht dazu eingefallen. Und könnt, wenn man sich den Auftrag der Deutschen Islamkonferenz ansieht, die gestern erneut ihre Arbeit aufgenommen hat, könnte man auch der Meinung sein, dass der Antrag sich in wesentlichen Teilen bereits erledigt habe. Aber denn in der Sache will die neu aufgestellte Islamkonferenz genau das leisten, was sie fordern. Und es sitzen auch alle wichtigen Akteure am Tisch, bis auf einen, und das ist das Parlament. Dass der Bundestag an dieser Debatte nicht teilnimmt, das ist und bleibt ein Geburtsfehler dieser Konferenz. Und dass auch die Grünen in ihrem Antrag diesen Dialog und die Suche nach Lösungen allein an die Bundesregierung delegieren, das ist dann allerdings ein parlamentarisches Trauerspiel. Das Parlament, die Volksvertretung, muss an diesem Gespräch, an der Suche nach Lösungen teilnehmen, sich daran beteiligen. Und deshalb dürfen wir uns auch nicht damit begnügen, die Bundesregierung zum Dialog aufzufordern. Denn das Zusammenleben von Menschen und Religionen in unserem Land, das darf nicht ohne das Parlament, nicht ohne die Volksvertretung verhandelt werden. Deshalb stimmen wir der Überweisung des Antrages in den Innenausschuss zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Teuteberg. Die Kollegin Christine Buchholz, Fraktion Die Linke.